Ja, erste Testfahrt ist absolviert. Was sind Ihre Highlights dieser neuen Strecke beim Alpine Coaster? Ja, also mir gefällt die ganze Strecke und es hat schon einige spannende Überraschungsmomente. Ganz toll ist natürlich der 360-Grad-Kreisel und es ist eigentlich jede einzelne Kurve, wenn man sie rasant fährt, macht es irre viel Spaß. Also Sie werden alle begeistert sein. Ja, morgen steht die große Eröffnungsfeier hier an in Van Dans. Was erwartet die Besucher? Also morgen Nachmittag haben wir die offizielle Eröffnung mit Landesrat Sigi Stemer. Unser Vorstand wird anwesend sein, die Bürgermeister des Tales und die Tourismusdirektoren. Ja, das ist am Freitagnachmittag die offizielle Eröffnung und ab 6. September ist dann der Alpine Coaster jeden Tag geöffnet bis 31. Oktober. Kann man vielleicht vorab schon verraten, was wird denn so eine Fahrt kosten inklusive der Bahnfahrt? Inklusive der Bahnfahrt wird ein Ticket für einen Erwachsenen 8,60 Euro kosten. Allerdings für Vielfahrer gibt es eine tolle Ermäßigung. Wenn man 10 Tickets kauft, bekommt man eine 11. gratis dazu.